Hallo und herzlich willkommen zum Online-Import-Export-Café. Mein Name ist Lisa Rubesch, ich bin Referentin für Diversitätsentwicklung am Staatstheater Nürnberg. Im Rahmen des digitalen Programmes Schauspiel und gemeinsam mit der Black Community Foundation laden wir Sie heute ein, mit uns gemeinsam den Black History Month zu begehen. Da wir zwei Gäste aus Berlin eingeladen haben und um Reisen zu vermeiden, haben wir uns für diese Veranstaltung heute für ein digitales Podium entschieden. Bevor es losgeht, möchte ich ein paar Worte zum Ablauf und auch noch zur Begrüßung sagen. Wir freuen uns sehr über die enorme Nachfrage zur Teilnahme an dieser Veranstaltung. Das Podiumsgespräch wird live auf YouTube übertragen und die Aufzeichnung bleibt im digitalen Fundus auf der Homepage des Staatstheaters abrufbar. Im Anschluss an das moderierte Podiumsgespräch werden wir das Gespräch für Publikumsfragen öffnen. Dieser Teil wird allerdings nicht mehr auf YouTube übertragen und findet ausschließlich auf Webex statt. Viele von Ihnen haben bereits ein Ticket für dieses Publikumsgespräch erworben. Sie müssen in der letzten Stunde einen Zugangslink und Hinweise per Mail bekommen haben. Bitte schauen Sie mal nach. Wir bitten Sie zunächst, dem Podiumsgespräch hier auf YouTube zu folgen und dann zu warten bis zum Ende des Streams und sich dann erst einzuklicken in das WebEx-Meeting. Ich werde Ihnen dann nochmal Bescheid geben. Sollten Sie noch kein Ticket haben, aber gerne ins Nachgespräch kommen, können Sie sich an live@staatstheater-nürnberg.de wenden. Wir setzen Sie gerne auf die Warteliste. Die Teilnehmerzahl für das Publikumsgespräch ist aus technischen Gründen begrenzt. Fühlen Sie sich außerdem herzlich eingeladen, auch schon während dem Podiumsgespräch Fragen für das Nachgespräch zu stellen. Sie können auch dafür schreiben an live@staatstheater-nürnberg.de. Und auch bei technischen Fragen können Sie sich an diese Mailadresse wenden. Nun möchte ich noch ein paar Worte zur Begrüßung sagen. Ich versuche mich kurz zu halten. Rassistische Gewalt und auch rassistische Aussagen und ausgrenzendes Verhalten begründen sich auf einer Idee zwischen einem Uns und einem Die anderen aufgrund von einer vermuteten Herkunft unterscheiden zu können und die anderen als nicht oder weniger dazugehörig anzusehen. Das ist doppelt falsch. Sowohl die Annahme von Akzent, Name oder Äußerem aus auf Herkunft schließen zu können, als auch die Annahme einer Ungleichwertigkeit aufgrund dieses Schlusses. Das Grundgesetz, unser Gesellschaftsvertrag verpflichtet alle MitbürgerInnen und Institutionen dazu, allen hier lebenden Menschen gleiche Rechte, Chancen und Teilhabemöglichkeiten zu gewährleisten und allen mit gleichem Respekt zu begegnen. Um dieses Versprechen einzulösen, ist noch viel zu tun. Und viele Menschen, Institutionen und Organisationen setzen sich dafür bereits seit langem ein. Ihnen gilt unser Dank und Respekt und es werden glücklicherweise immer mehr. Zu Ihnen gehören auch unsere Podiumsgäste heute. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. In diesem Sinne ist es uns eine große Ehre, heute Gastgeber des Podiumsgespräches zu afrodeutscher Geschichte und Gegenwart zu sein und im Gespräch lokal und bundesweit bedeutender schwarzer Expertinnen und Aktivistinnen gleich aufmerksam folgen zu dürfen. Ich begrüße an dieser Stelle schon einmal Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Vanessa Omoigui und Paul Arzen von der Black Community Foundation Nürnberg. Katharina Oguntoye, die schwarze Historikerin, Gründerin der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Autorin, kann leider nicht dabei sein. Um uns alle und Sie in das Thema einzuführen und Ihnen Gelegenheit zu geben, sich in der Veranstaltung gut einzufinden, präsentieren wir vorab den im Herbst erschienenen Kurzfilm Schweigemal von Horst Wegener und Arne Schramm, die in dem Kurzfilm das Thema Alltagsrassismus auf den Tisch bringen. Nach dem Film begrüßt Sie Jean-François Drojac, der das Podiumsgespräch moderiert. Ich verabschiede mich hiermit. Wir sehen uns zum Ende des Podiumsgespräches und des Streams nochmal, wenn ich Bescheid gebe, dass Sie sich jetzt in Webex einwählen können. Ich wünsche den Podiumsgästinnen ein anregendes Gespräch und Ihnen allen ein angeregtes Zuhören und sage Film ab.
Moritz, ich versuche dich seit einer halben Stunde zu erreichen. Ja, ist ja auch egal. In der Zeitung steht, dass die Premiere heute Abend um 19.30 Uhr stattfindet. Wir machen uns doch total lächerlich, wenn wir dann erst eine halbe Stunde später... Fertig! Super, Schatz. Ja, woher soll ich das denn wissen, wenn ich jetzt erst die Zeitung zwischen den Fingern habe? Manuel! Maurice, es ist doch nicht mein Job. Es ist doch nicht mein Job, permanent in der Arbeit zu sein. Manuel, kannst du bitte Emily helfen, den Tisch zu decken? Frau Kaiser hat erzählt, du hast heute keine Hausaufgaben auf? Doch, ich muss mich nur noch zu Ende ausmalen. Wie ausmalen? Frau Kaiser hat gesagt, wir sollen ein Bild von uns selber malen. Darf ich deinen Braun haben? Ja, klar. Ich meine noch eben den Braun zu Ende. Ist gut. Und ich bin noch nicht fertig mit Ausmalen. Aha. Ah, hier ist jetzt auch die richtige Uhrzeit. Ne? Vorne auf dem Titelblatt in der Infobox steht 19.30 Uhr. Am Anfang des Artikels, ich zitiere, das Kammerspiel unter der Regie von Stefan Sondermann feiert am Freitagabend um 20 Uhr Premiere. Also diese Lokalpresse übertrifft sie echt immer wieder. Manu, hast du eigentlich dran gedacht, mir diese Hustenbonbons aus dem Supermarkt mitzubringen? Wie hätte ich das vergessen können bei deinem ganzen SMS-Terror? Man muss es ihnen ja nicht immer gleich so leicht machen. Das ist mein Sohnemann. Eine Prise Exotik bringt die talentierte Newcomerin Lucy Sondermann Okonjo auf die Bühne. Die authentische Darstellung ihrer Rolle verleiht dem Stück die nötige Tiefe und bringt nicht nur Farbe, sondern auch endlich wieder ein bisschen Schwung auf die kleine Bühne des Goldsacktheaters. Aber wenn man das mal nicht gern liest. Talentierte Newcomerin nach 15 Jahren Theaterkarriere. Wow, endlich habe ich es geschafft. Eurer Mama können die Kritiken nie gut genug sein, ne? Wurmt dich das wirklich so sehr? Stefan, ich bin Schauspielerin seit 15 Jahren. Ich würde gern endlich mal ein bisschen Anerkennung für meine Leistung bekommen. Dann hab dich doch nicht so. Ich meine, die haben doch in den höchsten Tönen von dir geschwärmt. Ich weiß nicht. Weißt du, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, als wir zusammen angefangen haben. Ja, nur weil irgendeiner von der Lokalpresse nicht richtig recherchieren kann, musst du ja nicht gleich deine ganze Karriere in Frage stellen, oder? Fehler bei der Lokalpresse gehören dazu. So wie du in ein gutes Theater gehörst. Hm? Ich weiß, was du mir damit sagen willst, aber ich finde, darum geht's nicht. Worum geht's denn dann? Ich weiß nicht.
Weißt du, ist auch egal. Wir bringen einfach die Premiere hinter uns und dann sehen wir weiter, okay? Jetzt aber schnell, Liebster. Hattie, hab ein Auge auf Harold. Wir sind zum Abendbrot zurück. Ach, und vergiss nicht, heute ist Mittwoch. Da bekommt Harold seine Leibspeise. Und ganz wichtig, keine Süßigkeiten vor dem Abendessen. Jawohl, Sir. Harold, was hat dein Vater gerade gesagt? Keine Süßigkeiten. Harold, pass auf! Harold, pass auf, du tust dir noch weh. Harold, nicht! Harold, der macht dir wirklich nicht einfach. Ich bin so froh, dass Sie es auch zur Premiere geschafft haben. Aber das ist doch selbstverständlich. Schließlich wollen wir sehen, was mit unserem Geld geschieht. Ja, sehen wollen viele was, aber Geld geben? Hm. Wenn Sie für Ihr Projekt noch Geld brauchen, sprechen Sie mich ruhig an. Vielen Dank. Also ohne Ihre Mithilfe wäre das alles hier überhaupt nicht möglich gewesen. Sie erweisen der Stadt und dem Theater einen Riesendienst. Hey, Schatz, du bist der Star der Show. Übrigens, Ihre Frau ist eine wahre Schönheit. Woher kommt sie eigentlich? Ihr bringt die Stühle mit dem Schmuck ins Eheleben. Aber andere Länder, andere Sitten, sag ich immer. Da sind wir wieder. Ach, Hattie. Wo wären wir nur ohne dich? Alles blitzt und blinkt. Und Harold ist frisch gebadet. Nicht der Rede wert, Madam. William? Schatz? Findest du nicht auch, dass es heute irgendwie merkwürdig war zwischen Mary und James? Mary war so angespannt. Fast als würde sie etwas verschweigen. Verschweigen? Ich glaube, das ist wirklich genug Wein für dich, meine Liebste. William, du Schlawiner. Wenn ich wäre, bist du in dem Moment, wo uns alle deine Zeit ein Ohr. Uns die Zeit ein Ohr.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Als Mitglied der Neuen Deutschen Medienmacher freue ich mich sehr, diese Talkrunde hier moderieren zu dürfen. Wir werden uns nicht über die Relevanz afrodeutscher Geschichte unterhalten. Wir werden uns auch nicht über die jetzige Situation von schwarzen Menschen in Deutschland unterhalten. Und wir werden auch nicht über die Perspektive schwarzer Menschen auf die deutsche Gesellschaft unterhalten. Schwarze Menschen werden selber zu Wort kommen. Die eingeladenen Expertinnen und Experten sind Inspirationen für ihren, aber auch meinen Blick auf die bestehende Gesellschaft hier in Deutschland. Unser erster Gast heißt Paul Arzten. Er ist Nürnberger Stadtrat und studiert auf Lehramt. Er ist Mitglied der Black Community Foundation in Nürnberg. Herr Arzten, Schwarze leben zwischen den Alpen und der Nordsee bereits schon seit einigen Jahrhunderten. Warum ist es wichtig, dass wir über afrodeutsche Geschichte uns unterhalten? Hallo erstmal. Das ist eine ganz wichtige und gleichzeitig spannende Frage. Wenn man von der Nordsee bis zu den Alpen geht, dann wird man in Deutschland unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Und so ist es auch bei uns Afrodeutschen der Fall. Und gerade in der afrodeutsche Geschichte ist ja auch ein Teil der deutschen Geschichte. Von daher gehört das erstmal zusammen wie die Nordsee und die Alpen, auch egal wie suspekt das im ersten Moment klingt. Davon zu reden, dass es in Deutschland nur die eine Geschichte gibt, oder dass es nur Schwarz und Weiß gibt, das wäre falsch, weil Deutschland halt eine pluralistische Gesellschaft ist, in der es viele unterschiedliche, besondere, ereignisreiche Lebensläufe gibt und die verdienen halt einen Platz und genauso verdient die afrodeutsche Geschichte da oder die afrodeutsche Gesellschaft verdient da auch einen Platz, der eine Bedeutung hat, und sagt, ja, wir leben in Deutschland, wir haben was zu erzählen und deshalb möchte ich auch repräsentiert werden. Und ich glaube, ich als moderner Deutscher und mit einem afrodeutschen Hintergrund würde sagen, ich lebe ja oder ich bereichere mich ja auch durch eine Vielfalt und diese Eindrücke und Einblicke, die ich bekomme, die erweitern nicht nur mein Bewusstsein, sondern auch meine Persönlichkeit. Und genau das möchte ich doch haben als Mensch. Ich möchte wachsen in meinem Alter und auch in meiner Denkweise. Und dafür müssen wir auch die afrodeutsche Geschichte mehr in den Fokus bringen. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist afrodeutsche Geschichte sehr wertvoll, weil sie einen neuen Einblick auf Deutschland zeigt, der vielleicht Vorbilder darstellt, die man im ersten Moment gar nicht so sieht. Und gerade deshalb, weil natürlich der erste und auch der zweite verlorene Weltkrieg auch eine gewisse Schmach vielleicht in der deutschen Geschichte darstellen, kann man doch daraus lernen und afrodeutsche Persönlichkeiten aus dieser Zeit hervorheben, die vielleicht gezeigt haben, dass es trotz der Umstände es eine Möglichkeit gibt, nach oben zu kommen oder auch es zu schaffen, ein schönes Leben zu führen. Trotz der Umstände. Ab den 1880er Jahren erwarb das Deutsche Kaiserreich sogenannte Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Das Kaiserreich verübte in den besetzten Gebieten unglaubliche Menschenrechtsverletzungen. Während Großbritannien, Frankreich und andere europäische Länder
sich mit dem Erbe aus dieser afrikanischen Besatzungszeit auseinandersetzen müssen, scheint Deutschland sich noch dem entziehen zu können. Weshalb ist es so, Herr Arztin, aus Ihrer Sicht? Es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort, das sagt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und ich glaube, das darf man hier nicht vergessen, dass nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg es für Einheimische erstmal darum geht, sich selber zu retten oder selber nochmal eine eigene Identifikation zu gründen oder sich selbst als Deutsche sehen zu können. Und deshalb ist die Kolonie, also die Kolonievergangenheit, erstmal in den Hintergrund gerückt, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil viele Verbrechen und auch sehr viele Kultur oder sehr viel Bewusstsein, wie man mit anderen Menschen halt umgeht, halt verloren gegangen ist, weil man sich zu sehr auf das Scheitern, auf die Problematik in seinem eigenen Land, in unserem Deutschland, fokussiert hat. Deshalb kann ich das zum einen sehr gut nachvollziehen, dass man in solchen Situationen sich erstmal auf sich fokussiert. Es ist aber klar, dass gewisse Umstände wie koloniale Verbrechen mit der Zeit dann auch an die Oberfläche kommen. Und ich glaube, jetzt so nach über 70, 80 Jahren ohne Krieg, so nach Kriegsende, kommen solche Themen, die natürlich wichtig sind und die davor aufgrund der Situation in Deutschland nie Thema war, zum Vorschein. Und ich glaube, andere Länder, Großbritannien und Frankreich, hatten diese Probleme nicht, dass man nach der eigenen Identität suchen musste, sondern die war natürlich in England durch die Königsfamilie oder in Frankreich durch die Französische Revolution schon gegeben. Und wir sind gerade erst mit dem Grundgesetz dabei, dieses irgendwie zu entstehen oder dieses zu bilden. Aber jetzt, um das kurz zu Ende zu bringen, sind wir auf dem Weg, auch deutsche Geschichte nochmal anders aufrollen zu lassen und zu sehen, was ist denn vielleicht da in den Ländern falsch passiert oder was haben wir da nochmal gut zu machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren schwarze Soldaten und auch Militärangehörige in Deutschland stationiert. Manche dieser blieben. Weshalb wurden deren Nachkommen als Fremde stigmatisiert, obwohl sie ja hier ein Teil Deutschlands waren? Sie haben sich ja hier niedergelassen. Ich würde das so erklären, dass man nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg zuerst gedacht hat, die Alliierten kommen jetzt, besetzen das Land und werden dann nach einer gewissen Zeit, wenn sozusagen Deutschland sich neu sortiert hat, wieder das Land verlassen. Das ist natürlich aber ein Trugschluss, weil jeder irgendwie nach Liebe sucht oder auch nach Aufmerksamkeit und sich mit der Zeit halt auch heimisch fühlt. Und das ist dann logisch, dass man dann auch Familie gründet und heiratet. Und ich glaube, es ist oft so, dass man gedacht hat, okay, man geht, also die Menschen, die kommen und gehen wieder. Aber das ist halt nicht der Fall gewesen, sondern die Kultur, die amerikanische Kultur oder die Kultur aus anderen afrikanischen Ländern, die in die DDR nochmal eingeflossen ist, die hat sich hier etabliert oder die Menschen haben die Lebenskunst oder die Lebenseinstellung, Glück und Freude hierhin mitgebracht, was zum ersten Moment ein bisschen befremdlich war. Und vielleicht ist das so, war man damit darauf nicht vorbereitet. Aber es gibt da auch sehr gute Beispiele, wenn man dann zum Beispiel Karamba Diabe sieht, der in Ostdeutschland sozusagen studiert hat, der es dann geschafft hat, auch weil er sich mit einer gewissen deutschen Geschichte, und zwar sind das ja die kleinen Gärtenkolonien, befasst hat und so eine Identität oder einen Kontext geschaffen hat zwischen Afrika oder afrikanischer Geschichte und afrikanischer Kultur und Kultur, die es in Ostdeutschland oder in Deutschland halt gibt.
Und wenn man das am Ende so sieht, ist Caramba Diabé auch somit, zeigt er eine Möglichkeit auf, oder zeigt er für uns Afrodeutsche eine Möglichkeit auf, wie wir doch nicht mehr als fremd gesehen werden, weil letztendlich, wenn ich an Caramba Diabé denke, denke ich zuerst an einen Menschen aus Halle, dann jemanden, der aus Ostdeutschland stammt, dann vielleicht als würde ich ihn sehen als jemanden, der im Bundestag, im Deutschen Bundestag sitzt, und erst zum Schluss würde ich sagen, Caramba Diabé hat Wurzeln aus, stammt aus Senegal. Und vielleicht ist es genau der Weg, den wir halt machen sollten, deutsche Kultur und das afrikanische, afrodeutsche Lebensgefühl hier einfließen zu lassen. Caramba Diabé ist ja ein sehr gutes Beispiel für jemand, der hier in Deutschland lebt und gestalten kann. Und trotzdem ist es so, dass schwarze Deutsche beziehungsweise Schwarze in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu oft als die ewigen Fremden stigmatisiert werden. Besteht in dieser Atmosphäre nicht die Gefahr, sich selbst als Fremde oder als Fremder im eigenen Land zu fühlen, Herr Arzten? Haben Sie manchmal das Gefühl in Ihrer Community, dass die Menschen sich dann irgendwann mal selbst als fremd wahrnehmen, obwohl sie es eigentlich nicht müssten, weil sie ja Teil dieser Gesellschaft sind? Diese Situation kann natürlich sehr schnell aufkommen, dass man unterscheidet zwischen die anderen und wir oder die Deutschen und die Ausländer. Ich glaube, da muss aber deutlich ein Umdenken stattfinden, weil ich ganz am Anfang schon von einer pluralistischen Gesellschaft in Deutschland gesprochen habe. Und da kann man nicht davon sprechen, dass es zwei Lager gibt, sondern eher von einer vielfältigen Gesellschaft, die wir abbilden und repräsentieren wollen. Von daher würde ich sagen, das Gefühl entsteht und das Gefühl ist auch oft da, aber es liegt von beiden Seiten her daran zu arbeiten. So, ich fühle mich sowohl als Afrikaner auch als Deutscher. Und warum kann man nicht die Kombination, warum kann man nicht beides nutzen? Warum kann man nicht für beides stehen? Und das ist eine Aufgabe oder auch eine Einstellung, die vielleicht mehr nach außen getragen werden muss, damit dieses ewige Fremde sich verliert. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, dass sich das bei mir verliert, dieses Fremde, und ich vielleicht mehr oder mit Verlaub mich vergleichen kann, Caramba Diabé, der halt fester Teil von Deutschland ist. Und ich glaube, das ist auch von meinem Bestreben. Aber die Gefahr, die ist natürlich da, und ich kann es einfach nur jedem raten, da zu kämpfen und dran zu bleiben, weil die Angst oder die Sorge, nicht teilzuhaben, ist zwar kräftig, aber eine Gemeinschaft zu haben oder ein Teil einer Gemeinschaft oder eines Landes zu sein, das gibt einem schon die Kraft und den Mut, den Tag oder das Leben genießen zu können. Und das sollte das Ziel sein. Vielen Dank, Herr Arzten, für Ihre ersten Impulse. Im zweiten Teil der Veranstaltung hat ja das Publikum ja noch die Möglichkeit, Ihnen vertiefende Fragen zu stellen, aber auch natürlich den anderen Expertinnen und Experten. Vielen Dank. Unser nächster Gast heißt Tahir Della. Er lebt in Berlin. Er ist Referent für Antirassismus. Und jetzt kommt ein Wort. Manche kennen diesen Begriff schon, manche nicht. Ich finde ihn sehr spannend. Dekolonisierung. Oder schön formuliert, Dekolonisierung. Er ist Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Herr Teller, die SD wurde in den 80er Jahren gegründet, hauptsächlich von schwarzen Frauen. Immer wieder ist zu hören, dass ein Buch die Initialzündung für die Gründung der Bewegung war. Farbe bekennen. Welche Kraft steckt in diesem Buch? Immerhin begannen die schwarzen
Community sich in Deutschland nach der Veröffentlichung des Buches und darauf folgenden Vortragsreihen landesweit zu organisieren. Welche Kraft steckt in diesem Buch? Ja, erstmal hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Also aus meiner ganz persönlichen Sicht gesehen, hat das Buch eine ganz, ganz zentrale Rolle darin, dass es eines der ersten Zeugnisse ist, schwarzer Menschen in Deutschland, die über ihre Geschichte, ihre Lebensentwürfe gesprochen, geschrieben haben. Es waren schwarze Frauen, die aufgefordert worden sind von Audre Lorde, einer schwarzen Feministin, Aktivistin, die in Berlin gelebt hat in den 80er Jahren. Und die die schwarzen Frauen aufgefordert haben, aus ihrer Perspektive Deutschland sich mal unter die Lupe zu nehmen. Und das, wie gesagt, anhand der eigenen biografischen Lebensläufe, aber auch auf einer wissenschaftlichen Ebene eben zu gucken, inwieweit ist Deutschland zum Beispiel ganz stark geprägt von rassistischen, kolonialrassistischen Verhältnissen. Und für mich war das der Startpunkt, sich mit schwarzer Geschichte in Deutschland intensiver zu beschäftigen, auch sofort eine Idee zu bekommen, was es heißt, hier als schwarzer Mensch politisch aktiv zu werden. Und zwar, wie sie eigentlich schon gesagt hat, eben nicht mehr über sich sprechen zu lassen, sondern für sich selbst zu sprechen. Also selbst deutlich zu machen, für welche politischen Inhalte, Ziele stehen wir ein, welche politischen Forderungen haben wir an die Gesamtgesellschaft und inwieweit können wir dazu beitragen, eben die Gesellschaft so zu organisieren, dass sie eben frei ist von rassistischer Diskriminierung generell, also in Bezug auf schwarze Menschen, aber auch natürlich, wenn es um Diskriminierung im Allgemeinen geht. Also wir stellen ja fest, dass diese Gesellschaft durchdrungen ist von diskriminierenden Vorbehalten, Stereotypen, Bildern, die Menschen in bestimmte Ecken stellen. Und hier gilt es gleichermaßen hinzuschauen, dass eben dieses Selbstbestimmte, und das ist eben das Novum bei diesem Buch, das selbstbestimmte Sprechen, das sich sozusagen artikulieren, das deutlich machen, für was steht man eigentlich in der Gesellschaft, welche Geschichte hat man, welche Beiträge hat man in der Geschichte Deutschlands, das abzubilden, war quasi die DNA der ISD und auch der DEFRA, der Schwarzen Frauenorganisation. Diese beiden NGOs sind in den 80er Jahren entstanden aufgrund dieses Buches. Also die Frauen haben damals ohne Internet, ohne Handys recherchiert, Frauen interviewt und haben damit sozusagen auch die Möglichkeit eröffnet, sich überhaupt mal auszutauschen, überhaupt mal sich zu definieren, herauszufinden, was heißt es denn in Deutschland, schwarz zu sein, aufzuwachsen, mit all den Problemen konfrontiert, die ihr schon angesprochen habt. Also das ist abgesprochen, dass man abgesprochen bekommt, hier Teil der Gesellschaft zu sein, zum Beispiel Teil der deutschen Geschichte zu sein. Und das aber dann auch positiv umzudrehen, indem man sagt, okay, wir lassen jetzt nicht mehr über uns sprechen, wir lassen uns auch nicht mehr definieren oder beschreiben. Also Begrifflichkeiten wie schwarze Deutsche, schwarze Menschen in Deutschland, Afrodeutsche, das sind alles Begriffe, die in dieser Zeit geprägt worden sind. Und die Begriffe abgelöst haben, Fremdbezeichnungen abgelöst haben, die diskriminierend sind, die wir alle immer noch kennen, aber die wir sozusagen jetzt eine Alternative angeboten haben und deutlich gemacht haben, das ist so, wie wir zeigen werden wollen. Und das hat sich inzwischen ja durchgesetzt oder zumindest ist es größtenteils durchgesetzt, dass es eben diese Beschreibungen gibt, diese Definitionen. Und die sagen aber auch, dass wir das selbst entwickelt haben. Also auch hier nochmal deutlich zu machen, wir können als schwarze Menschen in Deutschland durchaus selber definieren, wo wir hinwollen als Gesellschaft und auch als Teil dieser Gesellschaft. Die Kantarina Oguntu-Oye hat ja dieses Buch mitgeschrieben, die heute leider nicht da sein kann. Aber wenn Sie jetzt mal empathisch sich in Sie hineinversetzen, wie würde Sie folgende Frage beantworten? Viele Empowerment-Bewegungen haben sich in ihrem weiteren Verlauf erst einen theoretischen Unterbau erarbeiten müssen. So wie Sie es jetzt aber formulieren und auch wenn wirklich dieses Buch so eine Kraft hatte, eine Bewegung erst zum Laufen zu bringen, war das da vielleicht bei der ISD anders? Also eher eine intellektuelle Bewegung, die immer praktischer wurde, die immer wieder erst dann in einem zweiten Schritt sich ihre Arbeitsfelder, ihre Handlungsfelder erst herausgesucht hat? Waren das alles Intellektuelle? Dünnes Eis, also ich kann mich jetzt natürlich nicht wirklich in Kantarina reinversetzen, wenngleich ich sie ganz schon lange schon kenne. Und tatsächlich würde ich aber sagen, dass die Initialzündung für die Bewegung, für die jüngere schwarze Bewegung, ich komme gleich, warum wir das jüngere schwarze Bewegung nennen, war, glaube ich, tatsächlich erstmal die
der Austausch an Erfahrungen von schwarzen Menschen, die überwiegend hier ihren Lebensmittelpunkt hatten. Also hier entweder geboren und aufgewachsen waren oder Menschen wie Karamba Diab, die als Kinder hierher kamen und hier aufgewachsen sind. Also hier erstmal zu erfahren, was heißt es dann hier in Deutschland als schwarze Person zu leben in einem überwiegend weißen Umfeld. Und tatsächlich war es so, und deswegen, jetzt komme ich kurz zu diesem Begriff, jüngere schwarze Bewegung, dass wir erst im Nachhinein eigentlich Schritt für Schritt rausgefunden haben, dass es eben auch schon in den 1920er Jahren beispielsweise schwarze Aktivistinnen gab, Gewerkschafterinnen gab, die hier politische Arbeit organisiert haben, in Hamburg, in Berlin vorwiegend. Und da, wo klar wurde, so, dass wir genau anschlussfähig sind an diesen Erfahrungen und dann natürlich sukzessive angefangen, uns zu orientieren, auch natürlich einen theoretischen Unterbau zu schaffen. Also das Erforschen schwarzer Geschichte in Deutschland, das Erforschen deutscher Geschichte in Bezug auf die Kolonisierung beispielsweise des afrikanischen Kontinents mit den entsprechenden Folgen, all das wurde in den letzten 35 Jahren organisiert. Es gibt jetzt eine große Bandbreite an Büchern, die von biografischen Büchern geht, durch wissenschaftliche Bücher geht, durch politische Bücher geht. Also ein riesen Wissensstand ist in den letzten 35 Jahren entstanden und der deutlich macht, dass wir sozusagen nach und nach diesen theoretischen Umbau vorgenommen haben und auch tatsächlich jetzt uns ganz stark darauf berufen können. Also nicht mehr sagen können, es geht nur um persönliche Erfahrungen von schwarzen Menschen, sondern es geht um gesellschaftliche Fragen, es geht um eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben. Paul Atzner hat schon gesagt, ist es eine Gesellschaft der vielen oder ist es eine Gesellschaft, wie es immer noch oft wahrgenommen wird, die überwiegend oder ausschließlich aus weißen Menschen besteht, beispielsweise. Also all das wird jetzt nach und nach aufgearbeitet und sichtbar gemacht. Und ich bin da eigentlich, glaube ich, ich schließe mit der Ordnung mal Herrn Atzner an, ich bin ganz zuversichtlich, dass diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. Wir beschäftigen uns inzwischen mit Themen, die vor 35 Jahren so gut wie nicht unaussprechbar waren. Also gibt es überhaupt Rassismus und wenn ja, in welchem Umfang? Wer ist betroffen? Und gibt es rassistische Verhältnisse in den staatlichen Institutionen oder gesellschaftlichen Institutionen wie Beruf, Ausbildung, Schule, Polizei und Justiz? Also all die Strukturen, die unser Leben organisieren. Und wir sind jetzt aus der Phase raus, wo wir das versuchen, belegbar zu machen. Also diese Beweisaufnahme ist, glaube ich, jetzt geht am Mädchen Ende zu. Wir gestehen uns mehr und mehr ein. Wir sind eine Gesellschaft, die von rassistischen Vorbehalten durchdrungen ist, von kolonialrassistischen Vorstellungen durchdrungen ist. Und wir sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg, das zu adressieren und auch ernstzunehmend zu bearbeiten. Ich höre raus, dass Ihre letzten 35 Jahren geprägt waren von einer immense Reflexionsarbeit, die ich mir eigentlich für jeden Menschen wünsche, einfach selber zu schauen, wo komme ich hin und noch wichtiger, wo will ich denn hin eigentlich? Und doch zum Thema Rassismus. Nach dem Mord an George Floyd kam es 2020 zu einer weltweiten Protestbewegung gegen Polizeigewalt gegen Schwarze. Und natürlich sind wir uns alle einig, dass eine breite Solidarisierung eigentlich eine Chance darstellt. Und doch habe ich eine Frage an Sie. Kann es auch nicht gefährlich sein, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre Themen funktionalisiert? Naja, also ich würde mal sagen, was ich letztes Jahr wahrgenommen habe, ist auf jeden Fall ein wachsendes Potenzial an Menschen, die sagen, Rassismus ist nicht mehr ein Problem, was in den USA existent ist. Also wir haben ja gesehen, in der Reaktion, natürlich hat man sich auf diesen grauenhaften Mord an George Floyd zunächst mal solidarisch gezeigt, hat deutlich gemacht, wie man solche Mordtaten verabscheut oder ablehnt und gleichzeitig aber auch den Bogen zu schlagen, um klarzumachen, auch das ist eine Realität von schwarzen Menschen in Deutschland. Also wir haben hier reihenweise Vorfälle, Menschen, die zum Beispiel durch Polizeigewalt ums Leben gekommen sind. Ori Jallo beispielsweise, der in Dessau in der Polizeihaft verbrannt worden ist. Und wir haben deutlich gemacht, dass eben dieses institutionell verankerte Rassismusproblem auch hier natürlich immer noch viel zu wenig Leute ernst nehmen und wahrnehmen. Das heißt also, das aufzugreifen, die Wahrnehmung, es ist ein Rassismusproblem, ist ja ein globales Problem, was natürlich auch in Deutschland ein Problem ist. Und das auch endlich mal, und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir jetzt allmählich am Ende der Beweisaufnahme sind, also sichtbar gemacht haben, ja, es gibt ein Rassismusproblem auch in staatlichen Institutionen wie Justiz und Polizei. Und dass wir das jetzt natürlich verstetigen müssen, diese Debatte,
dass es nicht im Sande verläuft, nachdem das Video jetzt irgendwie aus den Medien raus ist, sondern klar machen oder so, es gibt Anknüpfungsmöglichkeiten, auch hier in Deutschland. Und das aufzugreifen, das zu nutzen, ist eine große Chance. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt nur ein paternalistisches sich draufsitzen ist auf dem Thema, sondern dass gerade die jüngere Generation mehr und mehr begreift, wir haben viele Themen in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht wirklich umfassend genug adressiert. Ich nenne da mal das Thema Klimawandel beispielsweise, Flucht und Migration. All die Themen fallen uns aktuell immer wieder auf die Füße. Aber die Themen zusammen zu begreifen, zusammen zu sehen oder so, wir müssen unsere Gesellschaftsstruktur umbauen. Es braucht eine Veränderung in den Strukturen. Das wird mehr und mehr wahrgenommen. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass sich das zumindest jetzt vielleicht nicht in diesem großen Maße wie die Kundgebung letzten Jahres, aber dass sich das zumindest als Denkweise, als Herausforderung verstetigen lässt und natürlich auch dazu beitragen wird, dass wir eben Themen leichter besprechen können, als wie gesagt vor 35 Jahren, als wir angefangen haben, diese Forderungen oder diese Themen zu adressieren. Die ESD forderte unter anderem eine historische Aufarbeitung der Kolonialzeit. Relikte aus der Kolonialzeit sind weiterhin Teil unserer deutschen Alltagskultur. Und das kann niemand widersprechen. Das ist so. Das ist Fakt. Es gibt sie. Sie sind da. Welche gehören aus Ihrer Sicht gänzlich vernichtet? Welche sollten vielleicht aber nicht vernichtet werden, sondern im Kontext einer menschenrechtskonformen Erinnerungskultur neu gedeutet werden? Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ich vermute mal, Sie spielen jetzt auf Straßennamen an, im öffentlichen Raum beispielsweise. Ja, vielleicht. Genau. Also vielleicht muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, inwieweit unsere Gesellschaft tatsächlich von diesen kolonialrassistischen Epoche geprägt ist tatsächlich. Also Deutschland hat sich ja, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt, und da ist sie auch nicht alleine als Nation, Frankreich, Portugal, Spanien, Holland, England, keines dieser Gesellschaften hat zu irgendeinem Zeitpunkt sich verantwortlich gezeigt gegenüber den kolonialen Verbrechen. Das heißt, sie haben sozusagen dann ungebremst auf die Gesellschaften hier in Europa zurückgeschlagen. Wir finden das im öffentlichen Raum, Denkmäler, Straßennamen, die Menschen ehren, die ganz klar nachgewiesenerweise Verbrechen verübt haben in den damaligen Kolonien, Deutschland beispielsweise. Wir haben den ersten Völkermord im 20. Jahrhundert, der Deutschland verübt worden ist, in Namibia, bis immer noch nicht aufgearbeitet. Also wir merken ganz stark, dass da ein ganz, ganz großer blinder Fleck ist. Und Kollegen, Historiker sprechen oft von so einer kolonialen Amnestie, dass wir diese Epoche komplett ausgeblendet haben. Und der Arzt hat schon versucht, das ganz gut, finde ich, zu erklären, wie das zusammenhängt. Insofern kann ich nur ergänzen, dass dieses Eingestehen natürlich auch bedeuten würde, ja, wir haben Verbrechen verübt und wir müssen endlich Verantwortung dafür übernehmen. Und zwar nicht bloß für das geschehene Leid, für die geschehenen Verbrechen, sondern auch natürlich für die gegenwärtigen Wirksamkeiten dieser kolonialen Epoche. Und hier auch hier nochmal kann ich die Themen nennen, wie Klimagerechtigkeit, Flucht und Migration, all das sind Themen, die mit dieser kolonialen Epoche zusammenhängen. Und wenn wir uns dann den öffentlichen Raum anschauen, dass eben dann Straßennamen hier immer noch Verbrecher, koloniale Verbrecher ehren oder die Museen und Sammlungen voll sind von kolonialen Raubgut aus den Kolonien, von dem alle wissen, dass die in den Museen und Sammlungen vorhanden sind, aber Deutschland, die Einrichtungen wie Museen und Sammlungen sich nach wie vor größtenteils sträuben dagegen, diese Objekte zurückzugeben oder zumindest mal transparent zu machen, was befindet sich eigentlich in diesen Depots, was befindet sich eigentlich in den Museen und Sammlungen an kolonialen Raubgut. Stattdessen baut man sich für 670 Millionen Euro ein riesiges Stadtschloss, preußisches Stadtschloss in der Mitte Berlins, bringt darum die ethnologischen Sammlungen unter und stellt in diesen Gebäude dann Objekte aus, von denen nachweislich klar ist oder so, das ist koloniales Raubgut. Also hier sehen wir die Prioritäten und wir sind, glaube ich, gut beraten als Gesellschaft, uns diesem Thema endlich mal ernsthaft zu stellen. Denn ich glaube, dass nur die Aufarbeitung uns auch in Lage versetzt, die gegenwärtigen und zukünftigen Fragestellungen und Probleme auch wirklich zu lösen. Also wenn wir die Vergangenheit immer ausblenden, immer so tun, als ob Deutschland keine Rolle gespielt hat in diesem kolonialen Projekt Europas, und wir aber wissen, dass das Gegenteil der Fall ist, Deutschland war ein ganz zentraler Player in diesem Projekt, hat sich an transatlantischen Versklavungshandel beteiligt, hat sich an der Kolonisierung Afrikas beteiligt und hat damit deutlich gemacht, dass sie eben diesen Anspruch, diesen europäischen Anspruch
die außereuropäischen Kontinente zu dominieren, mitgetragen hat. Solange wir das nicht ernsthaft aufarbeiten und auch wirklich zum Teil unserer gesellschaftlichen Herausforderungen machen, glaube ich, sind wir nicht in der Lage, die Probleme zu lösen, die uns gegenwärtig beschäftigen. Vielen Dank, Herr Della, für Ihre Einordnung und auch Sie werden vielleicht, liebes Publikum, auch Fragen an ihn haben. Im zweiten Teil der Veranstaltung dürfen Sie sich stellen, vertiefend. Ich glaube, Herr Della hat eine Menge noch zu sagen, auch vertiefend. Es ist ganz schwer, so ein Thema einfach innerhalb von ein paar Minuten sich aus den Fingern zu ziehen. Ich danke Ihnen, dass Sie versucht haben, zumindest jetzt in den ersten Teil, einfach uns einen Umriss mitzugeben. Sehr gerne. Von dem, was in Ihrem Kopf an Reflexionen in den letzten 35 Jahren passiert ist. Vielen Dank. Unser nächster Gast heißt Vanessa Omoigui. Entschuldigen Sie, Omoigui. Sie studiert Sozialökonomie mit dem Schwerpunkt Internationales an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und sie ist ebenfalls, wie der Herr Arzt, Mitglied der Black Community Foundation in Nürnberg. Frau Omoigui, Nürnberg ist die Stadt der Menschenrechte. Viele Relikte aus der Kolonialzeit sollten in Nürnberg entfernt werden. Welche wären das? Also wie das ja auch gerade schon ganz gut angesprochen wurde, gibt es in ganz Deutschland immer noch Straßennamen mit kolonialen Bezügen. Und die haben wir eben hier in Nürnberg auch. Also wir haben hier beispielsweise die Nettelbeckstraße, es gibt eine Wissmannstraße und es gibt auch einen Wissmannplatz. Und normalerweise benennt man ja Straßen nach gewissen Persönlichkeiten, wenn sie einen besonderen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben, wo sie halt geehrt werden sollen oder gehuldigt werden sollen. Und wie eben schon angerissen wurde, nach unseren heutigen Moralvorstellungen sind diese Kolonialisten eigentlich Kolonialverbrecher. Also die haben ganze Massenmorde und schreckliche, brutale und eiskalte Verbrechen an afrikanischen Bevölkerungsgruppen begangen. Und deswegen sollten wir diese Straßen umbenennen. Genauso wie es hier in Nürnberg auch noch eine Mohrenstraße gibt oder auch diese Mohrenapotheke mit diesem rassistischen Markensymbol. Und schwarze Menschen, die hier leben, sind damit dann tagtäglich konfrontiert. Und diese Worte und diese Bilder, die reproduzieren halt koloniale Machtverhältnisse. Und deswegen ist es auch immer wieder sehr traumatisierend, wenn man ständig damit konfrontiert wird. Deswegen sollten wir diese Straßen umbenennen. Und der WCF in Nürnberg möchte vor allem, dass diese Straßen, die es hier gibt, nach afrodeutschen Persönlichkeiten umbenannt werden. Vielleicht auch nach afrodeutschen weiblichen Persönlichkeiten, die einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben, sich irgendwie gegen Diskriminierung, gegen Faschismus, gegen Versklavung oder in sonstiger Weise irgendwie eingesetzt haben, weil man auch beachten muss, dass die Biografien und die Geschichten dieser Minderheiten oder dieser Randgruppen oft auch gar nicht in der Geschichte gesehen werden und total vergessen werden. Deswegen möchten wir, dass diese Straßennamen umbenannt werden. Frau Omoigui, kann es nicht eine Stadt, die sich die Stadt der Menschenrechte nennt, kann sie sich solche Straßennamen erlauben? Nein, ich finde, was Deutschland, also wie ja auch schon angedeutet wurde, was Deutschland dringend machen muss, wenn Deutschland sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen muss, ist, dass man eben diese Kolonialverbrechen als solche anerkennt. Und deswegen dürfen vor allem auch in einer Stadt der Menschenrechte keine Straßen mehr so heißen, weil es eben, wie gesagt, sehr traumatisierend ist für schwarze Mitbürger, die hier wohnen und die auch Teil der Gesellschaft sind und die damit nicht ständig konfrontiert werden müssen, weil es sind eben keine Menschen, die man ehren sollte, sondern man sollte sie als Verbrecher und als Mörder anerkennen, was sie ja auch sind. Schwarze Menschen sind nicht die einzigen, die der Gefahr einer Diskriminierung oder Übergriffen ausgesetzt sind. Was ist das Spezielle an Übergriffen und Diskriminierung gegen schwarze Menschen? Also ich würde sagen, dass prinzipiell bei verschiedenen Rassismusformen diese Machtverhältnisse und die Wirkungsprinzipien schon ähnlich oder gleich sind. Allerdings versucht man das halt immer anders zu legitimieren und hier in Deutschland haben wir halt einfach das Problem, dass man sich mit der kolonialen Vergangenheit nicht ausreichend befasst hat
und auch mit dem antischwarzen Rassismus, den man auch immer wieder in der Vergangenheit hatte, sich ausreichend beschäftigt hat. Und deswegen sind auch Ideologien, die aus vorkolonialen Denkstrukturen kommen, wie beispielsweise von Kant oder Hegel, der ja auch früher schon über die Wildheit von schwarzen Menschen gesprochen hat, solche Ideologien sind leider noch nicht komplett in der Gesellschaft aufgelöst. Das wurde ja damals auch wissenschaftlich versucht zu belegen, dass schwarze Menschen minderwertig sind oder sonstiges. Und weil man sich noch nicht richtig damit auseinandergesetzt hat, haben wir diese ganzen Vorurteile auch heute noch in der Gesellschaft. Also sie waren auch sehr verankert, sie wurden auch immer wieder propagiert, beispielsweise in der Weimarer Republik. Da wurden dann die schwarzen Soldaten, die von Alliierten in Deutschland stationiert waren, als Vergewaltiger hingestellt und diese ganzen Vorurteile zur Übersexualisierung, zur Kriminalisierung, diese Animalisierung von schwarzen Menschen, die haben wir auch alle heute noch. Also damit muss man sich heute immer noch auseinandersetzen. Das sieht man auch zum Beispiel ganz deutlich im Racial Profiling, dass man schwarze Menschen als Gewalttätiger einstuft, dass man sie als Kriminelle vermutet. Schwarze Männer werden ja viel häufiger kontrolliert oder auch, also sie sind auch sehr viel mehr Polizeigewalt ausgesetzt. Und das liegt alles an solchen Gründen. Das spiegelt das auf jeden Fall wider. Und ja, sie werden auch sehr oft als illegale Reisende vermutet, was auch irgendwie zeigt, dass Deutschland sich immer noch als sehr homogene Gesellschaft sieht. Das wurde ja auch anfangs schon mal thematisiert, dieses Problem, dass Schwarze oft als ewige Fremde dargestellt werden, was sich auch widerspiegelt in diesen ganzen Fragen. Woher kommst du und wo kommst du eigentlich her und wo kommen deine Eltern her? Genau, dass man einfach immer noch nicht als Teil der Gesellschaft angesehen wird, als deutsche Person leider. Das zeigt sich auch alles und das ist alles darauf zurückzuführen, auf diese vorkolonialen Denkstrukturen, die man halt leider immer noch teilweise hat, auch unbewusst. Der Begriff Intersektionalität beschreibt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person. So ist beispielsweise die Querbewegung keine homogene Bewegung. Es gibt eine schwarze Querbewegung innerhalb, außerhalb dieser Querbewegung. Mit der Initiative Black and Queer hat die ESD einen Schutzraum gerade und speziell für betroffene Schwarze geschaffen. Woher kommt eigentlich dieser Begriff der Intersektionalität? Also der Begriff der Intersektionalität kommt eigentlich aus der schwarzen Frauenbewegung, weil man die Situation von schwarzen Frauen oft nicht beachtet hat oder ignoriert hat. Und der Begriff wurde von der Juristin Kimberly Crenshaw geprägt und er kommt von dem Wort Intersection, was Straßenkreuzung heißt. Und wie ja gerade schon erwähnt wurde, geht es darum, dass verschiedene Diskriminierungskategorien sich überschneiden können. Damals war es so, dass zum Beispiel die Arbeitssituation für schwarze Frauen sehr schwierig war, da man Jobs entweder nur für schwarze Männer hatte oder dann für weiße Frauen und schwarze Frauen dann oft keine Jobs hatten oder von Massenentlassungen geplagt waren und dagegen dann auch nicht einklagen konnten. Genau, weil man sich dafür eine Diskriminierungsform entscheiden musste und es hier aber um diese Überschneidungen ging, die halt dazu geführt haben, dass sie keine Jobs bekommen haben. Und Kimberly Crenshaw hat halt diese Überschneidungen gesehen und thematisiert in einem sehr bekannten Essay auch. Und das ist eben sehr wichtig, weil was wir halt bei diesem ganzen Rassismusdiskurs nicht vergessen dürfen, ist, dass eben auch Frauen oder auch Menschen aus der LGBTQ-Community davon betroffen sind oder auch körperlich oder geistig Behinderte. Und das spiegelt sich eigentlich in allen Lebensdimensionen wieder. Und ich finde, das war auch beispielsweise an diesem sehr heiß diskutierten WDR-Video sehr ersichtlich, als diese weiße Dame ihre Sexismus-Erfahrungen mit Rassismus-Erfahrungen gleichsetzen möchte und dabei total vergisst, dass es natürlich auch schwarze Frauen gibt, die auch noch zusätzlich zu Sexismusproblemen auch noch von Rassismus betroffen sind. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man intersektionell denkt und dass man einfach mitdenkt, dass es diese Überschneidungen von verschiedenen Diskriminierungskategorien gibt. Ist Feminismus gleich Feminismus, beziehungsweise gibt es einen schwarzen Feminismus?
Also Feminismus ist nicht gleich Feminismus, solange man die Perspektiven von beispielsweise schwarzen Frauen im Feminismus nicht sieht. Also jetzt vor allem der Feminismusdiskurs in Deutschland ist ja sehr eindimensional geprägt und andere Perspektiven finden darin kaum Platz. Das sieht man zum Beispiel auch darin, dass in Gesprächsrunden mit schwarzen Frauen hauptsächlich andere Probleme thematisiert werden, weil schwarze Frauen auch eben von ganz anderen Problemen geplagt sind, aufgrund ihrer Rassismuserfahrungen und ihrer Sexismuserfahrungen. Beispielsweise werden schwarze Frauen viel mehr exotisiert oder tokenisiert oder fetischisiert und das zeigt sich auch beispielsweise in einer erhöhten Übergrifflichkeit. Also beispielsweise, wenn Menschen einfach so schwarzen Frauen in die Haare fassen, ungefragt, das ist eine extreme Übergriffigkeit und das ist auch ein Problem, was schwarze Frauen vermehrt haben. Oder beispielsweise auch, dass die deutsche Kosmetikbranche für Frauen keine Produkte produziert, die für schwarze Frauen sind. Also vor ein paar Jahren konnte man ja nicht mal Make-up in der Drogerie kaufen und auch jetzt ist es sehr schwierig. Also es gibt auch immer noch keine Produkte für Afrohaare in der Drogerie beispielsweise und das ist ein großes Problem und ich glaube auch, dass Deutschland da vor allem ein Problem hat, weil es hier auch keine Untersuchungen gibt bezüglich der Überschneidung von Sexismus und Rassismus. Das ist jetzt zum Beispiel anders in der UK oder in der USA, da fangen die jetzt schon immer mehr an zu forschen, aber hier in Deutschland gibt es dazu eigentlich keine Untersuchungen. Vielen Dank, Frau Omoigui, für Ihre Einordnung und auch im zweiten Teil des Abends kann das Publikum auch Fragen an Sie vertieft stellen. Zum Abschluss würde ich aber gerne nochmal auf das Thema eingehen, wie wichtig im Rahmen der Identitätsfindung junger Menschen Rollenbilder, positive Rollenbilder sind. Ich habe in den letzten 15 Jahren bestimmt an 500 Schulen in Bayern gearbeitet und Theaterprojekte inszeniert. Und ich habe noch nie einen einzigen schwarzen Lehrer oder eine schwarze Lehrerin dort kennenlernen dürfen. Herr Atzen, Sie sind der erste angehende Lehrer, den ich kenne, der ein schwarzer Mensch ist. Und ich finde das sehr traurig. Herr Atzen, im Rahmen Ihres Studiums unterrichteten Sie bereits in Schulklassen. Sie haben auch als eine erste Erfahrung mit einem schwarzen Jungen gehabt, einen Schüler. Wie war da das Schüler-Lehrer-Verhältnis? Können Sie uns ein paar Worte dazu sagen, wie dieses Verhältnis war, was das mit Ihnen und mit dem Jungen gemacht hat? Ja, das war auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Ich habe damals, das müsste das erste oder das zweite Semester gewesen sein, erst hospitiert und wir sollten dann in den letzten Stunden auch Unterricht halten. Und wie es so üblich ist, ist das, lernt man sich kennen, man stellt sich vorne in der Klasse vor und dann hat man so Blickkontakt und sieht sich das erste Mal und automatisch hat man so eine Verbindung, man grinst sich zu oder beziehungsweise der Schüler grinst mir zu und ich grinse dem Schüler zu und das hat sich dann beim Unterrichten dann auch wiederholt. Das war sozusagen, wenn ich dann kurz unsicher war, und das ist man im ersten und zweiten Semester, wie in den folgenden Semestern auch, wenn man unterrichtet, dann sucht man den Blickkontakt zu jemandem, zu einer vertrauten Person, um sich manchmal Halt zu holen. Und das war für mich in dieser Unterrichtseinheit, ich unterrichte Religion, auch der Fall, dass ich dann, wenn ich dann kurz nicht weiter weiß, den Jungen angeschaut habe und ich gemerkt habe, der Junge auch aufgrund seiner Aufmerksamkeit gibt mir so einen positiven Rückhalt, so ein Feedback, so in den Kontext, ja, mach weiter, das ist richtig, was du machst. Und erst im Nachhinein hat dann meine Mentorin gesagt, es war eine ganz besondere Erfahrung für den Jungen, weil er sowas halt nicht kannte. Er kannte keine Persönlichkeit, die die gleiche Hautfarbe hatte wie er und vorne steht und alle anderen hören zu. Und das ist mir dann erst auf der Heimfahrt bewusst geworden, ja, das ist wirklich so, dass es gerade in Bayern oder vielleicht auch deutschlandweit es selten ist, dass man afrodeutsche LehrerInnen hat und dass man da unbedingt dran arbeiten muss. Aber ich versuche da in meinen Möglichkeiten einfach neue Wege zu gehen und auch Türen zu öffnen
und zu zeigen, ja, es braucht auch afrodeutsche Lehrkräfte, um diese Vielfalt, die wir auch haben, repräsentieren zu können. Weil der Junge war 6 oder 7 und hat einen 28-Jährigen motiviert, so, dann glaube ich, dass auch ein 28-Jährigen einen 6 oder 7-Jährigen motiviert hat. So, und deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir mehr Lehrkräfte brauchen, die ja, einen Migrationshintergrund haben oder internationale Geschichte besitzen. Ja, und auch schwarze Menschen ganz besonders. Vielleicht in 1, 2 Sätzen, Frau Omoigui, weil wir müssen mit der Zeit aufpassen, auch wenn das Thema, da könnte man wahrscheinlich noch eine halbe Stunde darüber reden. In deutschen Kinderbüchern sind die überwiegenden Heldinnen und Helden weiß. Was macht das mit in Deutschland sozialisierten schwarzen Kindern und Jugendlichen? Also generell ist es ja für Kinder sehr wichtig, dass sie Vorbilder haben, mit denen sie sich auch identifizieren können. Und das Problem ist, wenn man das hier nicht hat, dass man zum einen denkt, man ist nicht Teil der homogenen deutschen Gesellschaft, wie sie dargestellt wird. Also in diesen Kinderbüchern hat man ja eine sehr weiße Lebensrealität. Und zum anderen sind, wenn dann schwarze Charaktere vorkommen, das meistens Nebenrollen, die sich dann auch noch extremer Stereotype bedienen. Und das sorgt dann dafür, dass Kinder eine Identitätskrise haben, sehr früh auch schon. Herr Della, Anne Chebou ist die erste schwarze Fernsehmoderatorin beim Bayerischen Rundfunk. Und zwar nicht 1950, auch nicht 1960, sondern in den 2010er Jahren kam sie beim BR als Fernsehmoderatorin an. Wie wichtig ist es für Schwarze in Deutschland, dass sie im öffentlichen Leben von ihrer Community sich repräsentiert wissen? Vielleicht auch nur 2, 3 Sätze. Sie können wahrscheinlich sehr lange darüber reden, aber kurz und prägnant bitte. Ich tue mein Bestes. Also auf jeden Fall ist es deutlich dadurch, dass Menschen nicht präsent sind in diesen Strukturen, dass sie nicht gesehen und nicht wahrgenommen werden. Natürlich ist es enorm wichtig, das genau zu widerlegen, deutlich zu machen, ja, wir sind Teil der Gesellschaft. Ja, wir sind hier mit verschiedenen Beiträgen auch an Prozessen beteiligt, an Strukturen beteiligt. Und da geht es weniger so um Repräsentieren, sondern es geht mehr, sichtbar zu machen, dass wir eben nicht sozusagen unsichtbar sind, nicht sozusagen nicht hier dazugehören, sondern wirklich Teil in allen gesellschaftlichen Ebenen sind, auch wenn immer wieder versucht wird, das Gegenteil zu konstruieren, dass wir eben nicht Teil der deutschen Strukturen der Ebenen sind, sondern dass wir entweder randständig sind oder eben meistens, und das ist das Problem, was gegenübersteht, dass eben meistens dann, wenn schwarze Menschen dann vorkommen in den Medien beispielsweise, meistens mit rassistischen Diskriminierungen, Zuschreibungen versehen werden. Das heißt also, entweder wir kommen vor, indem wir negativ dargestellt werden, diskriminierend dargestellt werden, und auf der anderen Seite kommen wir überhaupt nicht vor. Und deswegen ist es natürlich enorm wichtig, klarzumachen, ja, wir haben Fuß gefasst in allen gesellschaftlichen Ebenen und Strukturen, und deswegen muss es auch natürlich auch sichtbar werden. Nicht nur, um Vorbilder zu haben, sondern klarzumachen, dass wir dazugehören, so wie weiße Deutsche eben auch. Und im Vorgespräch hat auch Frau Omoigui noch eins auch formuliert, es geht nicht nur darum, sichtbar zu sein, sondern dass die Bedürfnisse der Menschen auch Ausdruck finden und auch in der Gesellschaft ankommen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Perspektive auf unsere Gesellschaft. Liebes Publikum, es waren viele Themen, die wir heute im ersten Teil besprochen haben. Und glauben Sie mir, das Staatstheater Nürnberg und alle hier Mitwirkenden haben sich eine Woche für diese Veranstaltung zusammengesetzt und alles gut organisiert, weil wir könnten stundenlang über dieses Thema reden und innerhalb von 60 Minuten ganz prägnant viele Punkte abzuarbeiten, das hat viel Vorbereitung gekostet. Und jetzt im zweiten Teil haben Sie nun die Gelegenheit, vertiefende Fragen an unsere Expertinnen und Experten zu stellen. Nicht alles, sondern nur die, die eine Karte haben. Lisa, wie geht es nun weiter? Hallo. Lieber Jean, vielen Dank für die großartige Moderation. Liebe Vanessa, lieber Tahir und lieber Paul. Es war ein total spannendes Gespräch. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken
auch, also nicht nur, dass ihr euer Wissen als Expertinnen und als Alltagsexpertinnen mit uns teilt, sondern auch die zum Teil sehr persönlichen Erfahrungen. Ich finde, das verdient besonderen Dank. Ich weiß, dass ihr das zum Teil immer wieder macht und dass es auch eine sehr anstrengende Arbeit ist. Vielen Dank dafür. Es geht jetzt so weiter, dass ich jetzt gleich diesen YouTube-Teil hier abmoderiere. Der Stream endet damit und alle Personen, die sich vorab oder jetzt auch während der Veranstaltung um ein Ticket bemüht haben und auch schon in der letzten Stunde oder im Laufe des Tages eine Mail bekommen haben mit den Zugangsdaten, können sich jetzt einklinken. Während das jetzt schon einige machen und damit beginnen, wollte ich nochmal für mich oder ganz kurz sozusagen dieses Gespräch auch zusammenfassen. Ich habe immer wieder an Angela Davis Ausspruch denken müssen, in a racist society we must be anti-racist. Und ich finde, ihr habt sehr viele Möglichkeiten genannt, was es bedeutet, eine antirassistische Gesellschaft zu sein. Ich nehme mit, es bedeutet, Identifikationsfiguren zu haben. Eine vielfältige Gesellschaft zu sein, heißt nicht nur eine vielfältige Gesellschaft zu sein, sondern diese vielfältige Gesellschaft muss auch sichtbar sein, damit alle sich in ihr wohlfühlen, repräsentiert fühlen und ja auch Vorbilder finden. Wir können unsere Geschichte diversifizieren, denn diese Geschichten sind da. Es sind die Geschichten von Sinti und Roma da. Es ist die Geschichte, es ist eine afrodeutsche Geschichte da. Und weil sich Gesellschaften immer auf Traditionen beziehen, ist es wichtig, dass wir diese Traditionen vielfältiger erzählen. Ich danke euch vielmals und jetzt freue ich mich sehr auf ein spannendes Publikumsgespräch. Wenn Sie technische Fragen haben, können Sie sich weiterhin sehr gerne an live@staatstheater-nürnberg.de wenden. Der Kollege wird Sie da sehr gerne supporten. Zum Schluss noch eine herzliche Einladung zum nächsten Import-Export-Café, das am 25. März stattfindet. Sie sind da herzlich eingeladen, auch dabei zu sein. Wir verabschieden uns jetzt damit und ich wünsche allen ZuschauerInnen auf YouTube einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.